Tag, meine Damen und Herren. Willkommen auf der Frankfurter Buchmesse 2022 am TAZ-Stand. Wir sind hier in Halle 3.1 im Stand D72. Und ich kann all jenen, die uns jetzt im Livestream verfolgen, sagen, dass es hier so ziemlich schön voll ist. Schön, dass die alle da sind. Aber es gibt hier am TAZ-Stand auch einen ganz besonderen Grund. Ich begrüße Karl Schlögel, Osteuropa-Historiker von ganz besonderem Rang, der sich über Jahrzehnte mit der Sowjetunion, Russland, Belarus und nicht zuletzt mit der Ukraine beschäftigt hat. Es geht heute um dieses Buch, Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen, erschienen im Hansa Verlag. Und ich muss Ihnen hier nicht in aller Ausführlichkeit sagen, warum das Thema und warum das Buch in diesen Tagen besonders wichtig sind. Nur so viel. Seit nunmehr 8 Monaten dauert der völkerrechtswidrige Angriffskrieg von Russland gegen einen unabhängigen Staat an. Tausende Menschen sind gestorben und verletzt worden, Zehntausende Wohnungen zerstört, Infrastruktur zerbombt, kulturelle Einrichtungen vernichtet worden. Die Ukrainer wehren sich tapfer gegen diesen durch nichts provozierten Überfall, auch dank der Unterstützung westlicher Staaten, der Europäischen Union und der NATO. Und dieser Krieg ist bei uns angekommen. Nicht nur, weil die Inflation gestiegen ist und das Gas knapp wird, sondern vor allem, weil in der Ukraine eine Entscheidung darüber fällt, ob es einer Despotie erlaubt ist, Grenzen in Europa nach Belieben zu verschieben, Menschen zu drangsalieren und zu foltern, wie es ihr beliebt. Kurz, die bisherige Friedensordnung in Europa zu zerstören. Die begründete Befürchtung dazu lautet, hat Russland in der Ukraine Erfolg, dann könnte es nicht das letzte Land sein, das unter die Knute von Wladimir Putin fällt. Darüber möchte ich heute mit Karl Schlögel sprechen. Mein Name ist Klaus Hillenbrand. Ich bin Redakteur bei der TAZ in Berlin. Herr Schlögel, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Fangen wir mal von hinten an. Sie haben sich lange mit der Sowjetunion beschäftigt, auch als diese noch sehr lebendig war. Hier in Deutschland galt das vielen als ein großer Staatsblock. Für die Ukraine interessierte sich kaum jemand. Wann ist Ihnen klar geworden, dass es so etwas wie eine ukrainische Identität und Nationalität gibt? Dass dort eben eine andere Kultur existiert als zum Beispiel in St. Petersburg oder Moskau? Ja. Ich wusste als Osteuropa-Historiker natürlich, dass es eine Ukraine gibt und eine ukrainische Geschichte. Aber das war mir Pflichtübung, dass man das wissen musste. Der wirkliche Anlass, sich zu vergegenwärtigen, was die Ukraine ist, kam mit einem Schock, nämlich mit der Besetzung der Krim, mit den Kämpfen im Donbass, die ich im Frühjahr 2014 miterlebt habe. Und das war für mich der Schlag vor die Stirn, um überhaupt anzufangen, mich mit der ukrainischen Geschichte zu beschäftigen. Ich bin Nachkriegskind. Ich bin eigentlich, was Ukraine angeht, ein Veteran. Ich war 1966 zum ersten Mal dort, von einem bayerischen Gymnasium aus. Aber ich fuhr durch die Ukraine sozusagen auf dem Weg nach Moskau. Ich war in Lemberg, ich war in Kiew, in Charkiw, aber ich war auf dem Weg nach Moskau. Und so erging es vielen meiner Generation und vielen meiner akademischen Sozialisation. Für sie war die Ukraine eigentlich gar nicht ein eigenständiger Komplex, ein eigenes Land, eine eigene Sprache, sondern Teil des Imperiums, Hinterhof, Provinz. Man fuhr eigentlich nur nach Kiew, wenn man besondere Gründe hatte. Ansonsten studierte man in Leningrad oder in Moskau. Und es bedurfte des Schocks von 2014, Maidan, und dann, was alles ablief, um überhaupt neu zu lernen. Also für mich war es ein Anlass, um überhaupt einzusteigen und mich zu vergegenwärtigen. Und die Frage ist, wie kommt das? Wie kommt es, dass das größte Land in Europa nie eigentlich auf der mentalen Karte der meisten Europäer und Deutschen war? Wie kommt es, zumal die Deutschen
deren Hauptverbrechen, was den Zweiten Weltkrieg angeht, sich auf ukrainischem und belarussischem Territorium abgespielt haben. Warum haben sie alle ihre Schuldgefühle auf Russland projiziert? Und warum haben sie die Ukrainer, die Belarussen, die Balten, die zwischen alle Fronten geraten sind, vergessen? Und diese Frage, die wird uns noch lange beschäftigen, woher kam dieser russlandfixierte Blick? Woher kommt diese imperial fixierte Orientierung? Wie kommt es, dass man über die Osteuropäer hinwegsieht und allein auf Russland? Und ich nehme mich von dieser Fixierung auch nicht aus, aber es bedarf offensichtlich gewaltiger Zäsuren, Schocks, um neu anzufangen und neu zu denken. Und das betrifft im Übrigen auch die Geschichte Russlands. Das, was jetzt passiert, die Verbrechen, die von der russischen Armee auf ukrainischem Territorium begangen werden, die Gräuel, nicht nur die Zerstörung einzelner Städte, sondern die Zerstörung der Grundlagen der Zivilisation eines Staates und eines Landes, das wird uns veranlassen, auch die russische Geschichte neu zu denken. Was hat das mit dem Moskauer Reich zu tun? Was hat das zu tun mit dem Erbe des Mongolischen Reiches? Was hat das mit dem Sonderweg Russlands zu tun, der sich offensichtlich früh getrennt hat von dem Weg, den die Ukraine gegangen ist? Also, solche Schocks, solche Schläge vor den Kopf, die haben auch den Effekt, nochmal sich zu vergewissern und nachzudenken, wo etwas falsch gelaufen ist. Und in Deutschland ist vieles falsch gelaufen aus verschiedenen Gründen. Schuldkomplex, imperiale Perspektive, Vergessen der Opfer, die nicht im Zentrum gestanden haben, Dankbarkeit für die Rolle Gorbatschows bei der Wiedervereinigung, Naivität gegenüber jemand wie Putin, auf den niemand gefasst war. Ich war auch auf ihn nicht gefasst. Ich habe ja sogar noch einen Preis vom Präsidenten bekommen, 2013, die Puschkin-Medaille, die ich zurückgegeben habe, nach dem, was in Kiew, in Donbass und auf der Krim passiert ist. Und was jetzt geschieht, vielleicht in diesem Augenblick, wir konnten es uns nicht vorstellen, dass das passiert, dass die russische Führung vielleicht sich dazu entschließen wird, was die Nazis gemacht haben, als sie 1941 die Staudämme von Dnepr-Ges gesprengt haben. Sie sind zweimal gesprengt worden. Der Dnepr ist hinabgestürzt, hat Zehntausende von Menschen ertränkt. Und jetzt diskutiert die russische Führung darüber, dass der Damm von Kachowka gesprengt wird. Das passiert jetzt. Und wir sollten uns fragen, wie wir uns eigentlich erlauben können, einen Diskurs zu führen über die Weltlage, wie man das erklären kann, was im Kopf von Putin alles vor sich geht oder nicht vor sich geht. Wir sind ganz weit weg. Wir sind ganz weit weg. Und wir haben ein großes Problem, uns hineinzudenken und eine Sprache dafür zu finden, was da eigentlich vor sich geht. Und ich habe diese Sprache nicht. Ich habe diese Sprache nicht. Ich habe keine Ahnung von Krieg. Krieg ist für mich Tagesschau, Fernsehen, Filme vom Vietnamkrieg, vom Irakkrieg, von Syrien. Aber ich habe nie in meinem Leben irgendwie etwas mit Gewalt zu tun gehabt. Und deswegen kann ich eigentlich gar nicht mitreden. Und das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir, die deutsche Bevölkerung, dass wir standhalten, dass wir diesem massenmörderischen Vorgehen der russischen Führung, dass wir diesem scharf kalkulierenden, wahnwitzigen und obsessiven Putin standhalten und nicht in die Knie gehen. Und diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. Alle reden jetzt von Zeitenwende, Zeitenwende, Zeitenwende. Die Zeitenwende kommt noch. Wir werden sehen, ob wir ihr wirklich gewachsen sein werden.
Viele Deutsche sind dennoch der Meinung, man sollte möglichst rasch einen Waffenstillstand erreichen, anstatt den Krieg mit immer mehr Waffen anzufeuern. Ein möglichst schneller Frieden statt dieses fortgesetzten Tötens. Die Angst vor dem Atomkrieg. Wohin führt das alles noch? Uns geht das Gas aus. Was entgegnen Sie diesen Menschen? Das sind ja auch gutmeinende Menschen dabei und nicht nur verbohrte Naturen, denke ich. Jeder normale Mensch wünscht sich, dass ein Krieg, Massaker und das, was dort vor sich geht, zu Ende ist. Heute, morgen, möglichst schnell. Und die Verdächtigung, dass jene, die für die Unterstützung des Widerstands der Ukrainer sind, den Krieg wollen, das ist eine infame und dumme Behauptung von Leuten, die nicht wissen, wovon sie reden. Jeder will den Frieden. Die Frage ist, welchen Frieden? Putin hat ganz klar gesagt, er braucht die Kapitulation. Und diese Kapitulation werden die Ukrainer bei Strafe des Untergangs nicht annehmen. Sie werden kämpfen. Und die Frage ist, was wir tun. Und ja, und das ist nicht eine Frage von strategischen Überlegungen und von realpolitischen Bedenken und diesen ganzen, der ganzen Hochkultur des deutschen Ukraine-Diskurses, sondern es ist eine Frage letztlich der Entscheidung jedes Einzelnen. Es ist die Entscheidung einer Gesellschaft, es ist die Entscheidung einer Regierung. Leistet sie Widerstand oder leistet sie Widerstand nicht? Und ich glaube, dass wir ganz früh bereits in die Knie gegangen sind. Wir sind in die Knie gegangen, indem wir eine Drohung nach der anderen angenommen haben, bis auf den heutigen Tag, nämlich die Atomdrohung. Wir haben uns vorschreiben lassen, was wir zu diskutieren und zu entscheiden haben, ganz am Anfang. Warum haben wir nicht diskutiert, dass Atomkraftwerke zum ersten Mal auf Schlachtfelder stattfinden? Warum haben wir nicht mehr diskutiert, dass es keine Frage von NATO ist? Es ist keine Frage von NATO, ob die Atomkraftwerke in der Ukraine beschossen werden oder nicht, sondern das ist eine europäische Frage. Das hat nichts mit Einmischung, nichts mit NATO und so weiter und so fort zu tun, sondern es ist die Frage, ob ein europäisches Land sich in eine Wüste verwandelt, ob wir das hinnehmen oder nicht, ob wir es zulassen, dass vor unseren Augen jeden Tag Städte bombardiert, Landstriche verbrannt werden, ob wir das zulassen. Und Putin kalkuliert ganz genau. Und Medvedev, sie sagen jeden Tag, ihr seid nicht tapfer genug, ihr im Westen, ihr seid so dekadent, ihr seid so auf euren Wohlstand, auf euren Frieden versessen, ihr werdet nichts unternehmen. Und er hat bis heute recht. Und man kann dieses Land, die Ukraine, dieses großartige Land, das ich nun sehr oft besucht habe, dieses Land kann man auch zerstören, ohne eine Atombombe abgeschossen zu haben. Man kann, und so ist es auch, man kann Dämme sprengen. Man kann die Infrastruktur so zerstören, dass das Land friert, im Dunkeln sitzt und einfach keine Kraft mehr hat. Man kann Atomkraftwerke in die Luft gehen lassen. Damit, man braucht keine Atombombe. Und dass wir uns das haben vorschreiben lassen. Und ich muss sagen, ich glaube, die Nachricht kam gestern, dass Herr Steinmeier, den ich für einen anständigen Menschen halte, dass er nicht nach Kiew gefahren ist, dass er abgesagt hat, aber seinen Schweizer Kollegen, den Ministerpräsidenten der Schweiz, dass er alleine dorthin gefahren ist. Gut, ich bin kein Experte für Sicherheitsfragen, für Security, aber ich finde es bedenklich und ich finde es auch grauenhaft, muss ich sagen, dass wir, die die entwickelste Technologie haben, nicht in der Lage sind, unsere Städte zu verteidigen. Dass wir nicht in der Lage sind, Kiew, das Zentrum von Kiew, gegen Raketenangriffe, Drohnenangriffe zu schützen. Das ist eine Kapitulation. Das ist die Kapitulation vor Putin. Und es wird bestimmt die Frage auftauchen,
war diese Entscheidung mit No-Fly-Zones, war das wirklich eine Entscheidung, die wir verantworten können vor uns selbst und vor dem, was noch kommen wird. Und wir sind nicht am Ende. Wir sind nicht am Ende, sondern mittendrin in der Steigerung dessen, was angezettelt worden ist. Putin kommt ja bekanntlich vom KGB. Wer sind wir? Ich meine eigentlich zunächst nur mich selbst und die Leute, die das so sehen wie ich. Ich bin nicht die Deutschen, ich bin nicht die deutsche Nation. Ich habe das Privileg, keine politische Verantwortung zu haben und ich beschreibe das so, wie ich das sehe. Putin kommt ja bekanntlich vom KGB. Wird da mit alten Mustern gespielt, was die Angst vor dem Atomkrieg betrifft, was die Provokation betrifft. Ihr müsst furchtsam sein, ihr dürft bestimmte Dinge nicht tun, ihr dürft es mit der Unterstützung der Ukraine nicht zu weit treiben, sonst knallt's. Ist das eine Tradition, die an sowjetische Ideologien und an sowjetische Methodik anschließt? Was meinen Sie? Die Suche nach dem Schlüssel, was im Kopf vor sich geht, wie die Entscheidungsprozesse laufen, was alles passieren könnte, dazu haben wir überhaupt keinen Zugriff, das wissen wir nicht. Wir können bestimmte Dinge beobachten und was man sagen kann, ist, dass wir diese Figur, diese Führung vollständig unterschätzt haben, dass wir ihr nicht gewachsen sind und zwar bis auf den heutigen Tag. Das ist nicht die Wiederholung des sowjetischen Paradigmas. Man kann ihm nicht mit antisowjetischer Propaganda entgegentreten. Das ist ein Mann, der ein ganz anderes Repertoire von Macht hat. Das ist jemand, der Massenmord legitimiert, Orden verteilt an Massenverbrecher, gleichzeitig eine Kerze in der Osternacht in der Christ-Erlöser-Kathedrale hält. Das ist ein Mann, der PR kennt, der Hollywood bewundert hat, der mit Leuten umgeben ist, die sich auskennen, die zarische Tugenden haben und gleichzeitig postmodern aufgeklärt sind. Das ist nicht der Typ, mit dem man es vor 20 oder 30 Jahren zu tun hätte. Wir sind nicht auf der Höhe seiner Verfahren, seines Denkens. Was man tun kann, ist, dem, was er tut, entgegenzutreten. Aber man muss aufhören zu rätseln, was in seinem Kopf vor sich geht. Man muss das tun, was man tun muss, wenn man angegriffen wird und wenn andere angegriffen werden. Und man muss auf alles gefasst sein. Das ist alles. Aber wir sollen aufhören, unsere Wünsche für Wirklichkeit zu halten. Die Losung heißt, auf alles gefasst sein und nicht uns etwas zurechtzulegen, dass es so oder so ausgeht, dass man ihm ein Angebot machen muss, um aus der Falle, in die er selbst gelaufen ist, aufhören mit diesen Wunschdenken und Spekulationen. Aber Herr Schlögl, heißt das, dass die europäische Nachkriegszeit mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine beendet ist? Diese 70 Jahre, worauf müssen wir uns einstellen? Welche Vorstellungen für eine Zukunft kann es geben, für den Fall, dass dieses Regime in Russland eben nicht wechselt, was wir uns selbstverständlich alle wünschen, dass dieser Putin verschwindet, aber wir haben es nicht in unserer Hand, dass genau dies geschieht. Nein, wir haben es nicht in unserer Hand, sondern auf alles gefasst sein, sich neu aufstellen, für alles bereit sein und dem Stress standzuhalten. Wir wissen nicht einmal, was morgen oder übermorgen passiert. Und wir sind wahrscheinlich, ich bin kein Geostratege, es ist auch offensichtlich, dass die alten Kräfteverhältnisse des Nachkriegs zu Ende gegangen sind, dass die Global Player sich neu aufstellen, dass es ganz neue Frontverläufe gibt, das ist doch klar. Und was Russland angeht, wir sind nicht am Ende, sondern inmitten der
Auflösung, der Selbstauflösung eines Imperiums. Und die Tragödie ist, dass Putin nicht der Mann ist, der die friedliche Auflösung des imperialen Russland hätte moderieren können. Man hat ihn im Westen immer als den Garanten von Stabilität angesehen. Nein, er hat durch sein Regime, das sich immer mehr zu einem Polizeistaat verwandelt hat, er hat die vitalen, intelligenten, patriotischen Kräfte in Russland zerstört, gelähmt, ins Ausland getrieben und hat das Land in eine Sackgasse geführt, aus der herauszukommen es sehr, sehr schwierig wird. Und wir haben nur sehr begrenzt darauf Einfluss. Aber wir sind inmitten sozusagen der Abwicklung des imperialen Russland. Und die Frage ist, und das wissen die Russen ja selbst nicht, was wird eigentlich Russland sein, wenn es aufgehört hat, ein Imperium zu sein? Und Putin ist nicht der Mann, der diesen Abschied vom Imperium verkraftet, sondern er hält an diesem Phantasma fest und ist bereit. Er ist bereit, eine Politik zu entwickeln, die, man scheut sich das zu sagen, sehr viel mit Faschismus zu tun hat. Und das, was wir sehen, völkermörderische Aktionen, die Umsiedlung von Millionen von Menschen, der Raub von Zehntausenden von Kindern, das sind Dinge, die man eigentlich aus dem Vokabular und dem Repertoire der Nazis kennt. Und ich bin aber nicht der Meinung, dass uns das groß weiterhilft. Wir müssen eine eigene Sprache finden für das, was der Putinismus ist. Der Putinismus ist etwas Neues. Er ist Erscheinung des 21. Jahrhunderts und wir sind immer noch verhaftet Bildern aus der Vergangenheit. Wir tun uns sehr schwer, eine Beschreibung dessen zu finden, was das eigentlich ist. Und wir sind im Grunde in einer Situation wie die denkenden Leute in den 30er Jahren, die sich den Kopf zerbrochen haben, was da auf sie zurollt, was in Spanien passiert ist, was mit der Annexion Österreichs, was mit dem Sudetenland und was mit den Provokationen an der polnischen Grenze und so weiter und so fort passiert ist. Selbst die schärfsten und scharfsinnigsten Analytiker der 30er Jahre, und Sie kennen alle die Namen, sie ahnten nicht, was auf sie zukommen würde. Und wir müssen uns auch sozusagen alle Intelligenz, wahrscheinlich auch allen Mut zusammennehmen, um dem zu widerstehen, was sich dort abspielt und weiter anbahnt. Die russische Zivilgesellschaft war schon immer relativ klein. Sie ist heute drangsaliert. Viele der russischen Intellektuellen sind inzwischen ins Ausland geflüchtet, aus guten Gründen, wie wir wissen, weil die Strafverfolgung enorm und brutal vor sich geht in Russland derzeit. Aber trotzdem, können Sie uns erklären, warum so viele russische Staatsbürger diese Auffassung von Putin teilen, dass die Ukraine eigentlich gar kein richtiger Staat ist, sondern so eine Art Anhängsel von Russland? Das heißt ja immer, das seien Kleinrussen in der putinschen Ideologie. Was ist in diesen Köpfen da, was geht da vor? Sie verlangen jetzt einen Vortrag über das Bewusstsein der postsowjetischen russischen Gesellschaft. Ich sehe mich dazu nicht in der Lage. Das Problem ist eher oder auch nicht nur, wie die Russen auf andere gucken, auf die kaukasischen Völker, auf die zentralasiatischen Völker, auf die anderen slawischen Völker, sondern dass sie sich selber nicht mal klar sind, wer sie selber sind. Wer sie selber sind, wenn es das Russische Reich, wenn es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Es waren die Russen, die die Sowjetunion zusammengehalten haben. Es waren die Leninstraßen, die Puschkinstraßen und so weiter, von Brest bis Wladiwostok. Es war die russische Sprache, die das alles zusammengehalten hat. Aber was Russland jenseits und was Russen jenseits des Imperiums sind, das wissen sie selber nicht. Und diese Diskussion ist seit 20 Jahren unterdrückt worden. Und es ist der Versuch der Propaganda, der Gleichschaltung
und eine Durchsetzung eines historischen Narrativs von Putin, Ruski Mir, die russische Welt, dass das eigentlich sozusagen, dass das die Zukunft ist. Aber Ruski Mir, das ist nicht die Vorstellung, die man in Russland hat. Russland ist nicht nur russisch. Russland ist zu 80%, wenn man so will, russisch. Aber Russland ist nach wie vor ein Vielvölkerstaat, eine Vielvölkerreligion, ein multikulturelles. Und die Tatsache, dass die ersten Verweigerungen und Rebellionen an der Peripherie stattgefunden haben, in Dagestan, in Buryatien und so weiter, sie weisen darauf hin, dass nicht alle Völker und alle Menschen sich in der russischen Welt aufgehoben fühlen. Und es gibt dafür im Russischen bekanntlich auch zwei Wörter. Das ist Ruski, sind die ethnischen Russen. Und es gibt Rassiski, also alle die Russländer, alle die auf dem Territorium der Russischen Föderation leben. Und die Predigt von Ruski Mir, das ist ein imperiales Konzept. Ich gehörte auch zur russischen Welt, weil ich mit der russischen Kultur verbunden bin. Und mir wurde es auch angeboten. Zu Ruski Mir gehören die Emigranten, die in den 20er Jahren und deren Nachkommen, die ins Ausland geflohen sind, zu Millionen in den 20er Jahren. Und es ist auch so gesagt worden von Putin und Medvedev, es gibt keine Grenze für die russische Welt. Die russische Welt ist, wenn man so will, anwesend überall dort, wo Russisch gesprochen wird und Russen sind. Und das ist nicht meine Fantasie, sondern das ist von offizieller Seite auch so gesagt worden. Man fühlt sich legitimiert für die Interessen der russischsprachigen Bevölkerung im Baltikum einzutreten. Man fühlt sich berechtigt für die Geschichte von Lisa, dem Mädchen Lisa, wenn Sie sich erinnern, vor 4 Jahren, wo Sergej Lavrov, der Außenminister, gesagt hat, wir lassen das Mädchen Lisa in Berlin nicht im Stich. Das Mädchen, von dem man behauptet hat, es sei vergewaltigt worden, was eine Erfindung war. Aber das russische Außenministerium macht sich zum Sprecher der russischsprachigen Bevölkerung in Deutschland. Das heißt, die russische Welt ist ein imperiales Phantasma und Putin ist bereit, für dieses Phantasma sogar Russland mit in den Abgrund zu reißen. Danke. Jetzt endlich kommen wir aber auch mal auf das Buch von Ihnen zu sprechen, Herr Schlögel. Das Buch versammelt Porträts ukrainischer Städte von Lviv, dem früheren Lemberg, im einst habsburgischen Westen des Landes gelegen, bis Charkiw und Donetsk im Osten. Es sind wunderbare topografische Begehungen dabei entstanden, geschrieben teilweise lange vor Beginn der aktuellen Auseinandersetzungen. Das zeichnet diese Porträts gerade aus, dass sie eben nicht in jedem Satz auf den Krieg eingehen, sondern dass sie versuchen, die Eigenständigkeit dieser ukrainischen Städte deutlich zu machen. Für diejenigen, die Ihr Buch jetzt noch nicht gelesen haben, Herr Schlögel, kann man diese Städte unter einen Hut bekommen oder ist es gerade die Heterogenität, die die Ukraine und die ukrainischen Städte zwischen Donetsk und Lemberg auszeichnet? Was ist das Besondere? Das Buch ist eine Erkundung meinerseits und ich habe dieses Land hauptsächlich in diesen verschiedenen Regionen und Städten kennengelernt. Ich habe keine enzyklopädische Geschichte von Adam und Eva bis heute geschrieben. Das ist meine Art, eine Geschichte darzustellen. Und ich kann Ihnen nur sagen, oder hätte sagen können und werde sagen, fahren Sie hin, machen Sie sich selber einen Eindruck, was das ist. Es gibt nichts anderes als von Mythen, von Propaganda, von absurden Behauptungen über dieses Land sich frei zu machen, als es sich anzusehen. So, und das Erstaunliche und Großartige an diesem Land ist diese Vielfalt, Heterogenität, die sich trotzdem zusammenfindet unter einer erstarkenden und immer stabiler gewordenen nationalen Identität.
Und es ist erstaunlich, dass eine Stadt wie Czernowitz, die ein Vorposten der Habsburger Monarchie war, in Halbasien, wie es genannt wurde, dass eine Stadt wie Czernowitz oder eine Stadt wie Odessa, die steht für die russisch-jüdische Blüte der russisch-jüdischen Kultur, eine Stadt wie Charkiw oder das tausendjährige Kiew, wie die alle zusammengehören. Und sie gehören tatsächlich zusammen. Und wenn es noch eines Beweises bedurft hat, dann ist es die entschlossene Verteidigung der Ukraine, ob sie nun in Czernowitz, in Lviv oder in Poltawa oder in Kiew oder in Dnipro stehen. Ich wollte noch etwas sagen. Die Ukraine ist das größte Land in Europa, aber es ist im Verhältnis zum Russischen, zu Russland ein kleines Land. Und das hat große Vorteile. Man sieht immer nur auf die Schwäche, auf die Heterogenität, auf möglicherweise Instabilität. Aber die Ukraine ist ein sehr starkes Land, auch deswegen, weil es klein ist. Man kann an einem Tag von Lemberg nach Donetsk fahren oder von Odessa nach Poltawa. Es hat viele Zentren. Es ist nicht wie Russland mit dem einen Planeten Moskau und Petersburg und ansonsten sozusagen ein Land, das menschenleer ist, sondern es hat viele Zentren. Es ist außerordentlich vital. Es gibt eine selbstbewusste Regionen und deswegen sind die Chancen, waren die Chancen, sozusagen eine Tiger-Mentalität zu entwickeln, aufzuholen, modern zu werden, waren sehr groß. Und das hat mich eigentlich noch mehr getroffen, mehr als die Zerstörung, die ich angesehen habe. Nämlich, dass ein Land, das im Take-off war, das plötzlich in einen Boom von Tourismus, von IT, von Weltläufigkeit begriffen war, dass dieses Land im Augenblick des Take-offs und der Öffnung getroffen wurde. Und alles, was jetzt an Bomben niedergeht, ist, um dieses moderne europäische Land zurückzuschießen. Ob Sie an die Flughäfen denken, die man in den letzten 10 Jahren gebaut hat, an die Stadien, an die Hotels, an die Autobahnen, an die Schnellzüge, die kursiert sind. Das Ziel dieser Bomben, das ist nicht nur Krieg, sondern es ist die Zerstörung der Lebensgrundlage und der Infrastruktur eines Landes, das auf dem Wege war, ein modernes europäisches Land zu werden. Ich kann nur unterstreichen, was Herr Schlögl gesagt hat. Sobald es Ihnen möglich ist, fahren Sie dorthin. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt dorthin fahren sollten, das wissen Sie alle. Das ist den Reportern, glaube ich, die sind da besser aufgehoben als Touristen momentan. Es ist auch gefährlich dort. Nun gibt es eine Entwicklung auch in der Ukraine, die aufhorchen lässt, dass dort im Zuge dieses im Zuge dieses russischen Angriffskriegs auch so etwas wie Nationalismus möglicherweise etwas überbordend stattfindet. Wir kennen diese Geschichten, dass jetzt die Straßennamen von Puschkin und anderer Dichter und Komponisten ausgetauscht werden, dass Russisch, obwohl viele Ukrainer selbstverständlich Russisch sprechen, nicht mehr so gerne gesehen wird wie vorher, nicht mehr so selbstverständlich verwendet wird. Sind das Keimzellen? Müssen wir uns dafür fürchten vor einem neuen Nationalismus, Chauvinismus in der Ukraine? Oder ist es eine ganz selbstverständliche Reaktion, wenn ein Imperium einen relativ doch kleineren, wenn auch sehr großen Staat angreift, dass man natürlich die Kennzeichen dieses Imperiums zu verdammen beginnt? Putin hätte es gerne, wenn die Ukraine in die Falle des Nationalismus laufen würde. Sie hat ihm diesen Gefallen bisher nicht getan, sondern die Ukraine verteidigt sich als ihre Unabhängigkeit. Sie will ein normales Land, sie will in Ruhe gelassen werden. Sie verteidigt sich gegen den imperialistischen Übergriff. Wenn Sie wollen, wenn Sie, und das war sehr erschreckend, wenn man
2014 über die Ukraine gesprochen hat, das Erste, was auch in gebildeten deutschen Kreisen die Leute wussten, war, ach ja, ist das das Land, wo es Bandera gegeben hat? Ist das das Land, wo die Kollaborateure von Hitler waren? Ach ja, ist das das Land der Antisemiten? Das war das, was man auch in gebildeten deutschen Köpfen fand. Ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie nach Kiew. In Kiew können Sie mit der Kippa auf dem Kopf durch die Stadt gehen. Das können Sie in Berlin nicht. Gehen Sie nach Kiew, ja, und hören Sie sich einen Präsidenten an, der aus einer russischsprachigen, einer jüdischen, einer Familie kommt, die auf Seiten der Roten Armee gegen die Nazis gekämpft hat, die ihre Familienmitglieder verloren hat von der Hand der Deutschen. Und diese Ukraine, diese Führung der Ukraine wird von diesem kleinen, niederträchtigen KGB-Mann als Nazi-Volk bezeichnet. Das muss man sich einfach nochmal anhören, was den Nationalismus angeht. In jedem Parlament in der Europäischen Union können Sie im Augenblick mehr nationalistische Stimmen, mehr nationalistische Parteien finden als in der Ukraine. Und es ist ein Märchen. Es ist ein Märchen, das von Anfang an bedient wurde von der russischen Propaganda, dass die Ukraine ein nationalistisches Land sei. So, gehen Sie hin und machen Sie sich selber ein Bild davon. Und noch etwas. Ich entsinne mich noch, als ich meine erste Radtour in den 50er Jahren durch Deutschland, Benelux-Staaten, Frankreich gemacht habe, als junger Mensch. Wir haben es vermieden, Deutsch zu sprechen, weil in Holland, Belgien, Frankreich es nicht gern gehört wurde, wenn Leute, deren Eltern dort als Soldaten und Besatzer waren, diese Sprache wollten sie nicht hören. Und jemand wie Kurkow, ein Autor, der von Kindsbeinen an russischsprachig gedacht, geschrieben hat, wenn er sagt, diese Frage ist für mich vorläufig erledigt, dem vorzuhalten, dass er ein Nationalist sei, das ist einfach geradezu lachhaft. Wenn jemand stutzt, dass alles in der Ex-Sowjetunion russisch benannt war, mit Dichtern, Politikern, die mit diesem Land überhaupt nichts zu tun hatten. Was hatte Lenin? Was hatte Petrovsky? Was hatte Molotow? Was hatte Zhdanov mit der Ukraine zu tun? Aber Mariupol hieß mal Zhdanov. Ja? Und Donetsk, das hieß mal im 19. Jahrhundert Jusowka, es hieß Stalino. Was hat Donetsk mit Stalin zu tun, außer Herrschaft, Holodomor, Gewalt? Und dass es eine Infragestellung der Sprache des Imperiums gibt, das ist das Selbstverständlichste von der Welt. Und wir müssen anfangen, und das ist keine Mode, man liest auch Klassiker nun noch einmal und mit genauen Ohren. Man soll die Gedichte von Puschkin lesen. Natürlich ist Puschkin einer der großartigsten Dichter. Das ist selbstverständlich. Aber Putin war auch der Dichter des Imperiums. Und was er über die Kleinrussen sagt, das ist die Sicht des Imperiums. Oder nehmen Sie einen großartigen Dichter und Lyriker wie Brodsky, der die abscheulichsten Verse über die Ukraine gesagt hat. Warum sollen alle Städte, Straßenzüge, Plätze von Brest bis Wladiwostok nach russisch-sowjetischen Größen benannt werden? Also es wird eine Relektüre, eine kritische Würdigung geben und das hat nichts mit Nationalismus zu tun, sondern es wird eine Selbstverständigung sein, wer sind wir, also die Ukrainer, und das betrifft im Übrigen auch die Russen. Auch die Russen werden sich und tun sich schon lange, beschäftigen sich schon lange
mit der Überprüfung der sogenannten ausländischen Einflüsse. Ich möchte zum Schluss einen kurzen Absatz vortragen aus dem Buch von Herrn Schlögel, Entscheidung in Kiew. Dauert nicht lange, keine Sorge. Ich fange mal an. Wir haben lange, zu lange der Chronik eines angekündigten Krieges zugesehen. Es war bequemer, geweckt zu sehen, wo wir doch alle gelernt hatten, dass man niemals wegsehen und zusehen darf, wenn Böses geschieht. Es hieß immer, man solle Putin nicht dämonisieren. Was er, der die Ukraine als selbstständigen Staat, als eigenständige Nation vernichten will, in der Ukraine vorhat, kann man in Russland dieser Tage studieren. In Putins drittem Imperium, das auf das russische und das sowjetische folgen soll, herrscht ein Totalitarismus neuen Typs. An dieser Stelle geschichtliche Erinnerung, deren das Land so dringend bedarf, sind Mythen, Zensur, Hassreden getreten. Ein großer Exodus hat eingesetzt. Putin hat das Land in die Sackgasse geführt und er ist offensichtlich bereit, es mit in den Abgrund zu reißen. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein sinnloser, opferreicher, verbrecherischer Krieg ein Regime zu Fall bringt. Es ist ganz unwahrscheinlich, dass der Wahnsinn dieses Krieges spurlos an Russland vorübergehen wird. Sicher ist aber, dass es derzeit die Ukrainer und Ukrainerinnen sind, die Putins Krieg Einhalt gebieten. Sie haben schon jetzt sein Kalkül auf einen kleinen, schnellen Krieg zunichte gemacht und sie bezahlen den Preis, den die Europäer, der Westen oder das, was der Westen einmal war, zu zahlen nicht bereit war. Das Wenigste, was wir an dieser Stelle heute tun können, ist, den Ukrainern und Ukrainerinnen im Augenblick tödlicher Bedrohung zuzuhören und zu helfen, wo immer wir können. Slava Ukraini. Eine Rede von Karl Schlögel, ein Ausschnitt, Bebelplatz am 6. März 2022. Meine Damen und Herren, ich danke Karl Schlögel, ich danke Ihnen ganz herzlich, ich danke auch den vielen Zuhörern und Zuschauern im Taz-Livestream. Und die Besucher der Buchmesse haben jetzt das Privileg, sie müssen nur ein Stückchen in diese Richtung laufen. Da kommen sie beim Hansa Verlag vorbei. Beim Hansa Verlag gibt es ein Buch, Entscheidung in Kiew, und das kann man sogar kaufen. Das kostet 26 Euro und Sie werden ja wohl noch 26 Euro haben, oder? Also, vielen, vielen Dank. Machen Sie es gut, kommen Sie gut nach Hause. Morgen, das darf ich noch sagen, morgen geht es hier natürlich weiter, um 12 Uhr hier am Taz-Stand und im Livestream weiter mit Ulrike Herrmann und Jürgen Becker. Ihr Thema ist das Ende des Kapitalismus und die Zukunft war schon mal besser. Letzterem kann man leider nur zustimmen. Dankeschön, auf Wiedersehen.